So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Together Pokémon Silber und wo sind wir denn eigentlich? Wir haben auf jeden Fall, wie es aussieht, den vierten Orden. Okay, hatte ich den der Fliege in der letzten Folge geschnappt. Und Moment mal. Ja, gut. Das hat anscheinend Spike ziemlich aufgeräumt. Wundert mich nicht, dass der nicht die ganzen Gift-Pokémon da drin durchgeraged hat. So. Die Kimono-Girls sind nicht nur großartige Tänzer, sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber noch nie besiegen. Die Art, wie du kämpfst, ist ein Tanz. So etwas sieht man nicht oft. Ich möchte dir etwas geben, nur zu. Nimm es ruhig. Ah ja, okay. Er hat die Kimono-Girls also auch schon besiegt, hat allerdings den Surfer vergessen. Das ist Surfer, damit können Pokémon jedes Gewässer überqueren. Ja, und wir haben natürlich auch schon ein Surfer-Pokémon im Team. Und das bringen wir jetzt auch jemandem bei. Nämlich dem einzigen, der es lernen kann, nämlich dem guten Wii Senior. So, und dafür kann die Kratzfurie weg, die braucht eh keiner. So, dann möchte ich als nächstes mal schauen, wie es denn hinten am eingestürzten Turm aussieht, ob er da schon war. Anscheinend noch nicht, okay. Oh, du bist es. Du wirst stärker werden, also kamst du hierher, um das legendäre Pokémon, das hier sein soll, zu fangen. Ist es nicht so? Nun, das wird nicht passieren, weil ich es nämlich fangen werde. Ich werde der beste Trainer der Welt sein, also stünde mir ein legendäres Pokémon gut zu Gesicht. Egal, mich nervt es, dass ständig ein Schwächling wie du auftaucht. Und das ist, glaube ich, mein erster Kampf gegen den Rivalen, den ich jetzt machen darf. Die anderen beiden hat Fliege bis jetzt abbekommen. Da kommen wir mit einem Alpollo. Okay, erstes von, Spukballkanner. Das kommt jetzt sehr gut. Spukball sieht ja hier noch sehr episch aus. 540 Erfahrungspunkte für Esther und ein Level Up. Spukball ist ja hier noch eine physische Attacke und ja, jetzt möchte ich das Pokémon wechseln, weil der ist gerade verflucht worden. Gegen ein Magnetilo. Ja, können wir wie Senior reinschicken. Der kann ja jetzt was dagegen. Nämlich den Surfer. Jetzt auch nicht so den Mega-Schaden, aber es macht genug. Allerdings hat er uns schon wieder verwirrt, das mag ich nicht. Unser Visenior denkt sich aber scheißegal, ich greife trotzdem an. Und da will er uns 20 Schaden raufhauen. Komm, das macht man mit dem Ruckzuck-Hieb. Zwar nicht effektiv, aber es reicht, um einen Magnetilo noch schnell zu finishen. Ein Zubat. Jupp, das lasse ich jetzt wieder Esther machen. Nachdem er jetzt nicht mehr verflucht ist, kann er jetzt auch wieder ordentlich kämpfen. Ah, ich muss hier sowieso mal die Attacken ein bisschen sortieren. Ups, da habe ich mich jetzt verdrückt. Kannst du eigentlich nur verwirren, du Idiot? Ich wollte doch eigentlich nur nochmal den hier dahin setzen. Vor allem, dass er mit Superschall auch immer trifft. Ja gut, dafür komme ich jetzt durch jede Verwirrung durch. Und ein Igelava hat er noch. Ja, nachdem ich jetzt verwirrt bin, möchte ich jetzt wieder wie Senior in den Kampf schicken.
Über den Rückzug-Heap haben. Allerdings ist die Kopfnuss bei B-Senior trotzdem stärker als der Surfer. Es sei denn natürlich, der Surfer ist sehr effektiv. Also irgendwie arbeitet der nur mit Nerv-Attacken. Ich meine ja nur Superschall, Fluch, Rauchwolke. Nein, das hat jetzt fast gereicht. Okay. Aber die Senior packt das noch. Und ganz, ganz knapp kein Level-Up mehr bekommen. Ich hasse es, gegen Schwächlinge wie dich anzutreten. Es ist keine Herausforderung. Ey, du hast verloren, nicht ich. Ach, egal. Wärst sowieso nicht fähig, ein legendäres Pokémon zu fangen. Ah, wollen wir doch mal sehen. Ach, nee, das mache ich nachher. Sind jetzt zu viel KP, als dass ich das mit Tränken auffüllen könnte. Ja, hier brauchen wir ja einen Zertrümmerer. Kann das denn jemand von uns lernen? Ich weiß nämlich, dass wir die TM dabei haben. Naja, das können ziemlich viele lernen. Ich bring's jetzt mal Scarabu bei. Den können wir später, wenn wirklich was anderes lernen, aber dann hat er zumindest mal einen Kampfstep, wenn auch keinen starken. Außerdem kann er noch so ein paar Attacken, auf die ich verzichten kann. Ausdauer brauchen wir nämlich zum Beispiel mal nicht wirklich. So, da haben wir einen Feuerspucker. Ich absolviere hier mein Geheimtraining. Du machst mich ganz verlegen, wenn du mir zuschaust. Tja, das ist jetzt dein Problem. Der Feuerschlucker Wolf von der Rengi Texo. Na dann machen wir das mal mit Eboli. Eboli macht zum Glück relativ viel Schaden mit seinen Normalattacken. Bin auch schon besiegt. Ich bin nur noch weiße Asche. Ich war so in mein Training vertieft, dass ich in dieses Loch fiel. Irgendwie ist der jetzt ein bisschen grau geworden. Das irritiert mich gerade. Ein Smogon! Ich will kein Smogon haben. Ist zwar an sich ein recht starkes Pokémon als Smogmog, aber unbedingt meins. Von diesem Imba-Verteidigungswert. Ein X-Tempo, wieder was zum Verkaufen. Und noch mehr wilde Pokémon. Screw you, Rattata. Runter. Nein, dann haben wir die zumindest schon mal getriggert. Raikou, Entei und Suicune. Und natürlich treffen wir auch wieder auf wilde Pokémon. Noch ein Smogon. Bestimmten Stellen noch runterspringe, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch machen soll. Wobei, wir können es ja mal mitnehmen. Dann komme ich in meinem Part zwar zu nichts, aber was soll's.
Jetzt übertreiben sie es aber langsam mit den Encountern hier unten. Hier denn irgendwas? Nee, anscheinend nicht. Und noch ein Smogon. Kann es nicht so sein wie die ersten paar Schritte hier drin, dass hier überhaupt nichts kommt oder so? Hier glaube ich war das, ne? HP Plus, das ist sehr gut, weil ich weiß schon genau, wie ich das gebe. Nämlich jemanden, der viel Zuneigung braucht. Weil unser Aster entwickelt sich ja erst, wenn wir ihm genug Zuneigung entgegenbringen. Vitamine machen da schon einiges aus. So, da zertrümmern wir uns auch noch durch. Meine Seele brennt, ich zeige dir, wie heiß das Feuer ist. Feuerspucker Sam, und der hat einen Smogon. Gefällt mir jetzt nicht unbedingt, wenn man erst nur physische Attacken hat. Und falls ihr euch jetzt wundert, ja, Spuckball ist auch physisch. Denn es ist eine Geistattacke und Geistattacken sind in also bis einschließlich Generation 3 alle komplett physisch. Zum Glück hat der noch keinen Bedroher. Oh, das hätte ja beinahe gereicht. Bis. So, sieht aus, als gibt es noch einen schönen Level-Up für Aster hier. Ja, das machen wir auch mit der Kopfnuss. Zurückgeschreckt, sehr schön. Da gibt es noch einen schönen Spukball hinterher. Und Level 23, und wenn ich mich nicht täusche, müsste er jetzt ruckzuck lernen. Ja. Yep. So, dafür kommt der Tackle weg. Weil, wenn ich ruckzuck habe, brauche ich keinen Tackle. Immer noch nicht heiß genug. Und natürlich kommt wieder ein wildes Pokémon. Eigentlich kann ich jetzt mal Visenio nach vorne schmeißen, weil der hat nämlich noch am wenigsten Level bisher. Und was haben wir hier denn noch? Ein Feuerheiler. Schauen wir mal. Okay, da brauchen wir Stärke, um das zu holen. Das haben wir noch nicht. Da müssen wir erst nach Anemonia City. Oder? Nee, ich glaube, das kriegen wir sogar schon in Oliviana City. Und genau dort ist das nächste Ziel unserer Reise. Weiter geht's. Und apropos, wir können ja Fahrrad fahren. So. Ich war im Ausland, deswegen kenne ich alle Pokémon-Arten.
Das wage ich zu bezweifeln, weil es hier die Hälfte noch nicht mal gegeben hat. Von den mittlerweile 719 Pokémon gibt es nämlich hier gerade mal 251. Okay. Da hat mir gerade jemand was in Skype geschickt. Und ja. Das war Koto. Er hat mir gerade die neue Pokémon Weiß-Datei zugeschickt. Da kann ich ja gleich im Anschluss noch Pokémon Weiß aufnehmen. Das ist super. Okay, hier unten war nichts. Dann möchte ich gerne Esther wieder nach vorne schicken. Fliege hoch in die Luft, mein herrliches Vogel-Pokémon. Vogelfinger Timo. Da fehlt ein N hinten. Dann hättest du würdest du Timon heißen. So, du kriegst eine Kopfnuss. Ein Spuckball hat auf dich eh keine Wirkung. Weiteres Doruder möchte ich nicht wechseln. Die kann man nämlich alle schön mit der Kopfnuss one-hitten. Und noch ein Dodo. Ah, werden vom Level her immer höher. 15, 16, 17. Reicht aber für alle der One-Hit aus. Ich fühle mich, als würde ich mich selbst in die Lüfte erheben. Und eine weitere Beere, sehr schön. Was haben wir hier noch? Bist du ein guter Trainer? Wenn ja, zeigst du mir, wie man ein guter Trainer wird? Also gut. Zuerst mal musst du wissen, wie man züchtet. Danach musst du wissen, wie man EV-Training macht. Wobei, das mit dem EV-Training erübrigt sich ja, weil wir sind hier noch in Generation 2. Da braucht man das noch nicht so wirklich machen. Man muss einfach nur random alles kaputt hauen, bis alle EV auf 255 sind. Hier gibt es ja noch keine EV-Obergrenze, mit Ausnahme des absoluten Maximums. In Anton, ja, wen schicken wir jetzt denn rein? Rückkehr! Du darfst auch mal wieder. Mittlerweile Synthese, das ist ja schön. Dafür kein Giftpuder mehr, aber das hätten wir sowieso nicht so dringend gebraucht. Super effective. Natürlich reicht es mal wieder genau nicht aus für ein Level Up. So. Ich darf mal wieder nach vorne. Ach Gott, hier steht ja der noch rum. Jetzt probiere ich etwas aus, das ich heute gelernt habe. Na, dann probier mal. Schuljunge Lutz. Oh Gott, ein Pantimos, tötet es! Ja, das will ich lieber physisch angreifen. Timos Spezialverteidigung ist dafür zu gut und okay, jetzt kann ich ihn auch speziell angreifen. Ach, schon eine Konfusion. Und hier frisst ein weiteres Rasierblatt.
fürchte, ich habe noch nicht genug gelernt. So. Dann sortiere ich mal die Pokémon noch richtig. Ja, jetzt stimmt's wieder alles. Alles klar. Also, das war's mit meiner Pokémon-Silber-Folge. Wir sehen uns dann übernächste Woche wieder bei meiner nächsten und... Ja, nächste Woche kommt einfach wieder Fliegis Folge. Link zu seinem Kanal ist wie immer in der Videobeschreibung. Habe ich ja immer wieder vergessen zu erwähnen. Oder nur manchmal. Whatever. Ihr seht's, schaut einfach in die Videobeschreibung, dann kommt ihr zu Fliegis Kanal und da seht ihr die andere Hälfte des LPs. Bis übernächste Woche. Viel Spaß.